Hey Leute, willkommen wieder bei Bändermeister und heute geht es wieder um eine PlayStation 1 Sammlung. Part 4 müsste das jetzt sein. Fangen wir gleich an. Erstes Spiel, Legend. Leider nicht mehr in so einem Top-Zustand und die Hülle ist auch komischerweise so rum. Irgendwie, es stimmt da was nicht, aber egal. Dieses Spiel ist ein... Ja, wie nennt man dieses Spiel eigentlich? Weiß ich gar nicht. Man sucht sich einfach diesen drei Charakteren aus, kann das auch zu zweit spielen und, läuft dann halt von links nach rechts, immer durch die Level, verprügelt die Gegner, die kommen, versucht nicht getroffen zu werden, sammelt Gegenstände ein, Waffen und kämpft mit so lange, bis sie kaputt gehen und läuft weiter und so. Und ja, es war halt schon 3D damals, also außerdem ist das Spiel ziemlich blutig. Und das ist sogar ab 16, obwohl da eigentlich ziemlich viel Blut und Körperteile rumfliegen, keine Ahnung. Ja, es ist ein ganz witziges Spiel, kann man ab und zu mal spielen. So, nächstes Spiel. Ja, ihr seht ja schon auch kein Frontcover. Fantastic Four. Ziemlich lustiges Spiel, kann man auch zu viert spielen. Jeder sucht den Charakter aus und ach, das Spiel ist eigentlich irgendwie voll cool. Man hat da seine Spezialattacken. Ist halt auch so ein Spiel, wo man durchläuft und die ganze Zeit da die Gegner verprügelt und mit Bossen und alles sowas. Ich weiß nicht mal genau, warum ich das Spiel damals irgendwie so lustig mit meinen Freunden fand, aber keine Ahnung. Komischerweise ist das Spiel aber in einer Road Rush Hülle. Dazu kann ich nur sagen, ich weiß nämlich noch, damals, als mein Vater dieses Spiel sich mal gekauft hat, ist, glaube ich, dem Verkäufer, soweit ich mich erinnere, die Hülle runtergefallen und war kaputt und deshalb hat er uns diese Hülle als Ersatz gegeben, die jetzt leider auch schon ziemlich kaputt ist, ja. Ich bin halt damals leider nicht so gut mit meinen Spielen umgegangen. Naja. So, ja, nächstes Spiel, wo ich genau das gleiche sagen muss, Tekken 3. Ja, hier ist die Anleitung und so, auch nicht mehr gerade das Beste und ich glaube, es funktioniert leider auch gar nicht mehr, da meine Eltern es damals irgendjemand ausgeliehen haben und der hat es natürlich kaputt gekriegt, na toll. Aber ich habe das Spiel halt noch und warum soll ich sowas wegschmeißen? Das sind halt Erinnerungen und ja, lege ich irgendwo hin und dann ist gut. Nächstes Spiel, Suikoden. Ein sehr gutes Rollenspiel. Man kann hier, glaube ich, bis zu 108 Charaktere kriegen und hat dann irgendwann seine eigene Hauptbasis. Kann dann die Charakter mal austauschen, muss bestimmte Leute im Team haben, um andere zu kriegen, um weiterzukommen und all sowas. Eins meiner Probleme mit diesem Spiel ist, dass es Englisch ist, aber naja, geht trotzdem. Ja, aber sehr, sehr, sehr gutes Spiel, sehr empfehlenswert und auch relativ selten und wertvoll jetzt schon. Und leider ist die Hülle auch nicht so gut, dafür habe ich es auch für 7 Euro gekriegt. Auch wenn ich gerade sage, dass es wertvoll ist, aber ich hatte Glück. Ja, sehr, sehr empfehlenswert. Nächstes Spiel. Tony Hawk Pro Skater 2. Oh, endlich mal wieder eine halbwegs normale Hülle. Oh Gott, was sage ich dazu? Ich spiele es eigentlich nicht wirklich. Naja, man sucht den Charakter aus, man kann es glaube ich auch zu zweit, ja, spielen. Ja, man hat ein Skateboard, fährt dann halt rum, hat eine bestimmte Zeit, Punkte zu machen, zu grinden, Tricks zu machen, all so ein Zeugs. Und bei zu zweit zum Beispiel spielt man gegeneinander und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt oder sowas und ja, man hat immer so Aufträge wie schaffe 100.000 Punkte oder finde das und es ist irgendwo im Level versteckt und sowas. Also ist eigentlich ein ganz cooles Spiel so. Vor allen Dingen für Skateboard-Fans. So. Nächstes Spiel, Micromaniacs. Ja, das spiele ich auch irgendwie nicht. Warum? Ja, warum sollte ich spielen? Geht es zu vier Spieler? Jeder sucht sich hier einen von diesen Charakteren aus. Hat dann so eine Strecke, wer Micro Machines kennt, dieses Spiel, weiß vielleicht, wie ich das jetzt meine, dass man sich so von oben sieht, hat dann seinen Charakter und ich glaube, rennen tut man, indem man die ganze Zeit so X, die ganze Zeit so immer drückt, muss versuchen, nicht irgendwo runterzufallen oder gegen zu stoßen und wer immer zu weit nach vorne kommt, der kriegt dann einen Punkt und so geht es halt die ganze Zeit, bis einer genug Punkte hat, hat er gewonnen. So ungefähr. Also kann man vielleicht mit Freunden so irgendwie mal spielen. Ja, keine Ahnung. Nächstes Spiel, Resident Evil. Erster Teil von Resident Evil halt. Damit hat so alles angefangen. Sehr, sehr gutes Spiel. Richtig gute Atmosphäre. Gruselig, blutig, brutal. Überall Zombies. Ja, was soll man mehr sagen? Resident Evil, wer das nicht kennt, ist kein Gamer. Sehr, 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 sehr gutes Spiel. Vor allem das Remake. So, nächstes Spiel. Oh Gott, wie spricht man das aus? Siphonfilter? Siphonfilter? Irgendwie so? Ja. Dazu kann ich gar nichts wirklich sagen, da ich das gar nicht spiele. Ich habe es, glaube ich, nie gespielt. Ich habe mal, glaube ich, Teil 3 irgendwann mal im Multiplayer gespielt, aber ich habe das noch nie im Einzelspieler gespielt. Ich weiß gar nicht, was man da genau macht. Auf jeden Fall sieht man seinen Charakter
so irgendwie von hinten, kann dann so durch den Level laufen, hat verschiedene Pistolen, Maschinengewehre, Granaten, sowas irgendwie. Ist glaube ich schon, ja, weiß ich nicht. Naja, man rennt halt rum und ballert Leute ab. Was soll man dazu sonst sagen? Genau wie das nächste Spiel, Teil 2 davon. Ja, kann ich auch nicht sagen, spiele ich auch nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, und als letztes für heute haben wir dann noch Koudelka. Ja, eins der Spiele, die in dieser Doppelhülle war und auch vier CDs hat. Das ist, soweit ich weiß, der Vorteil von Shadow Hearts, falls es jemand was sagt. Oder war Shadow Hearts? Ja, der ja, doch. Man spielt hier dieses Mädchen, was man hier vorne drauf sieht. Und geht da irgendwie in so ein Schloss rein, weil sie da irgendwelche Gerüchte, glaube ich, gehört hat, dass da irgendwas ist, weiß ich nicht. Und jetzt sind da irgendwie Monster. Und es gibt hier auch so ein Kampfsystem, was so ein bisschen strategiemäßig ist, weil man kann auch Felder so laufen, links, rechts, oben, unten. Und da muss man immer gucken, dass man richtig steht. Man hat zum Beispiel auch eine Schusswaffe, die nur bestimmte Munition hat. Da musst du immer gucken, ob du so schießt oder ob du so angreifst. Dann hast du später noch mehr Leute in deinem Team. Du kannst dann auch zaubern und Waffen finden und die gehen, glaube ich, aber auch immer irgendwann kaputt. Und dann gibt es hier Bosse, Speicherplätze und ja, irgendwie so ein Adventure-Horror-Spiel, irgendwie so mit Rollenspielelementen, so würde ich es vielleicht beschreiben. Ja, aber ist ganz cool. Würde ich empfehlen. Und so, das waren auch schon die nächsten 10 Spiele und wir sehen uns dann bei Teil 5. Euer Ben der Meister.